Hi Leute, heute in dem Video geht es darum, wie du die Welt zu einem besseren Ort machst, indem du nur auf dich selbst schaust. Heute mal ein bisschen paradoxer Titel, aber es gibt so ein paar Paradoxe im Leben und auf die möchte ich heute mal eingehen. Und zwar, wie es wirklich dazu kommt, wenn du nur auf dich selber achtest, dass du dann eben die Welt zu einem besseren Ort machst, dass du hier was Positives in die Welt bringst. Und so, was meine ich jetzt damit? So, es gibt nämlich immer so die zwei Unterschiede. So nach außen hin mögen manchmal manche Dinge sehr konträr wirken, aber wenn ich jetzt meine, du sollst nur auf dich schauen, dann meine ich nicht damit, dass du damit dir irgendwie ein mega großes Ego aufbauen sollst und machen sollst, was du willst, sondern ganz im Gegenteil, wenn du hingehst und einfach immer nur bei dir bleibst und guckst, hey, was löst eine gewisse Situation in mir aus? So, wenn irgendein Ereignis im Äußeren ist, warum fühlst du dich dann schlecht, da wirklich hinzuschauen? Mal zu gucken, weil wer fühlt sich am Ende schlecht? Du. So, es passiert irgendwas. Und das heißt jetzt erstmal, unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist oder förderlich oder nicht, wenn was im Äußeren passiert. Wenn du dich über irgendwas aufregst, dann hast du noch ein Thema damit. So. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass du nichts an der Situation im Äußeren ändern sollst oder kannst. Aber wenn du dich noch darüber aufregst, dann ist da noch irgendwas dran, wo dich irgendwie stört. Und dann ist es wichtig zu gucken, hey, zum Beispiel, wenn dich jemand beleidigt, du könntest jetzt einfach impulsiv, zwanghaft hingehen und den zurückbeleidigen oder mit Gewalt irgendwie antworten, so. Oder du guckst bei dir selber und schaust mal, hey, mal erstmal nicht zwanghaft reagieren, sondern guckst einfach mal, nimmst einen Atemzug und schaust, hey, warum muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Weil das ist die eigentliche Versklavung heutzutage. So, früher gab es Sklaven und rein im Äußeren hat jemand bestimmt, was du zu tun hast oder zu lassen hast. Auch heutzutage bestimmen noch gewisse Menschen, was andere Leute tun oder lassen sollen. So, das ist im Äußeren. Aber die eigentliche Versklavung ist, und wenn jemand jetzt was sagt und du fühlst dich innerlich schlecht, so, jemand beleidigt dich zum Beispiel, macht dich irgendwie runter, so, und du fühlst dich jetzt innerlich schlecht, innerlich, das ist ein Raum, der dir komplett gehört, da kann keiner eindringen, so, im Äußeren kann dir irgendjemand Schaden zufügen, kann dich einsperren oder sonst was, aber innerlich, ob du leidest und dich schlecht fühlst oder nicht, hast du immer in der eigenen Hand. Natürlich ist es in der einen oder anderen Situation schwieriger oder eben nicht. Aber wenn du da erstmal bei dir bleibst, und wie gesagt, das heißt nicht, also ganz genau immer hinhören, das heißt nicht, dass du einfach alles hinnehmen sollst und akzeptieren sollst, wie es ist. Nein. Aber du musst dich nicht schlecht fühlen, so. Am Anfang, wo ich erstmal gemerkt habe, hey, in der Welt laufen tausende Dinge nicht so toll, da ging es mir erstmal schlecht. Und dann habe ich gemerkt, hey, es ändert nichts an der Situation. Ganz im Gegenteil, es gibt Studien dazu, wenn du in einem schlechten Zustand bist, wenn du nicht gut drauf bist, so dann arbeitet dein Gehirn nicht so gut. So, dein Gehirn arbeitet am besten, wenn du gut drauf bist. Es fällt dir alles leichter. Wenn du mal überlegst, wenn du gut drauf warst, es kommt jemand zu dir und sagt, ey, kannst du hier mal anpacken, den Tisch mal kurz die Treppe rauftragen? Oh klar, kein Problem. So, du bist viel gewillter, alles möglich zu machen, was nötig ist, um die Situation auch zu ändern. So. Und das ist wichtig zu erkennen, wenn du immer bei dir selber erstmal guckst. So. Positiver Egoismus. Es ist kein Egoismus, sondern es ist halt wirklich dieses zu gucken, was löst es in dir aus. So, weil dann wirst du wirklich frei und bist nicht mehr ein Sklave von irgendwelchen Umständen.
und fühlst dich schlecht, weil irgendjemand ein falsches Wort sagt, weil irgendjemand dich aus vielleicht irgendwelchen absurden Gründen beleidigt. Aber deswegen musst du dich, wie gesagt, nicht schlecht fühlen, wenn du da mal guckst, okay, was steckt da eigentlich dahinter? Warum fühlst du dich so schlecht? Warum brauchst du diese Bestätigung von jemandem? So wie gesagt, das mag nicht von jetzt auf gleich gehen, dass man da innerlich komplett frei ist, egal was passiert, dass man da gelassener reagieren kann. Aber es ist ein Prozess, da kann man Schritt für Schritt hinkommen, wenn man eben in jeder Situation einfach guckt, warum löst es das in mir aus? Vielleicht hat mein Vater mich in der Kindheit auch immer runtergemacht. Vielleicht, weiß ich nicht, hat irgendein Lehrer dich runtergemacht. Und deswegen denkst du, du kannst das nicht. Und immer wenn jemand sagt, ey, du kannst nicht singen zum Beispiel, fühlst du dich schlecht. So. Aber das muss eben nicht sein. Du kannst einfach gucken. Warum fühlst du dich da schlecht? Auch wenn du nicht singen kannst, was ist so schlimm daran? Vielleicht kannst du auch singen. Es liegt immer im Auge vom Betrachter so. Vielleicht brauchst du nur ein bisschen Übung. Aber warum dann nicht anfangen, nur weil jemand sagt, hey, jetzt ist es noch nicht so gut? So einem kleinen Kind sagt man auch nicht, wenn es gerade laufen lernt, oh, lass es. Die Eltern, hast du schon mal Eltern erlebt, die mit einem kleinen Kind, wo tausendmal schon hingefallen ist und laufen wollt, dann irgendwie sagt, nee, komm, das kriegst du nie hin, bleib einfach, krabbel dein Leben lang so am Boden rum. Hast du schon mal solche Eltern erlebt? Nee. Also, und das ist wichtig, dir bewusst zu machen, hey, das passiert in dir. So, im Äußeren, wie gesagt, mögen manche Leute bestimmen, was irgendwie abläuft manchmal, aber innerlich diese Freiheit zu entwickeln, das macht dich wirklich frei und das macht die Welt auch zu einem besseren Ort. So, wenn du dich besser fühlst, das, was du ausstrahlst, gibst du, das, was du bist in dem Zustand, das gibst du nach außen. So, kennst du das? Oder kennst du den Spruch vielleicht auch? So, Glück ist das Einzige, ja, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und so ist es, wenn du irgendwo in den Raum gehst, du bist gut drauf, es ist ansteckend so. Du lachst jemanden an, du grinst jemanden an, im Normalfall ist es ansteckend. So, du bist in einer guten Stimmung, du gibst diese gute Stimmung weiter. Und das ist eines der wichtigsten Punkte heutzutage, was du an die Welt geben kannst, dass du einfach gut drauf bist, dass du in einem guten Zustand bist. So, und das passiert, wenn du wirklich immer bei dir selber schaust, wenn irgendwas ist, warum musst du dich schlecht fühlen? Auch wenn schlechte oder nicht so sinnvolle Dinge in der Welt passieren, du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. So, wenn du dich erstmal innerlich gut fühlst, dann kannst du viel klarer und viel bessere Entscheidungen treffen und viel besser auf die Situation dann reagieren. Aber es ist dann kein zwanghaftes, impulsives Reagieren müssen, sondern es ist eine freie Entscheidung. So, und wenn du sowas mal erlebt hast, so, das ist das Beste, was dir passieren kann. So, das ist wirkliche Freiheit, wie gesagt, weil im Äußeren es ist nichts 100% garantiert. So, du siehst es heutzutage mit Corona, mit Krieg und so weiter. So, es kann sich von jetzt auf gleich komplett dein Leben verändern. So, deine Branche, in dem Beruf, wo du arbeitest, kann plötzlich einfach ein Berufsverbot bekommen und so weiter. Es können alle möglichen Dinge passieren. Vielleicht der Ort, an dem du leben möchtest, ist jetzt ein Krieg, da kannst du nicht mehr leben. Aber wenn du innerlich frei bist, das ist das beste Gefühl für dich und was du in die Welt auch geben kannst. Und dann kannst du eben auch sinnvoll schauen, hey, wenn du diese innere Freiheit auch entwickelst, so, dann entwickelt man im Normalfall auch immer mehr eine Sensibilität und merkt, was in anderen Menschen abläuft. Wenn du dich selber kennst, kennst du andere. So. Und dann handelst du auch anders. Und dann gibst du das eben auch nochmal in die Welt weiter, weil du anders reagierst, weil du sensibler bist, weil du merkst, was in Menschen wirklich vorgeht, auch wenn sie manchmal so selbstsicher erscheinen oder wenn sie jemanden runtermachen. Es entsteht alles oft auch aus einer eigenen Unsicherheit bei anderen Menschen. Und das heißt nicht, dass du das dann gut finden musst, wenn jemand anderen runtermacht, aber du kannst dieses Mitgefühl entwickeln und weißt, warum er das macht. Und dass er es mit keinem, ja, bösen Absicht macht oft. So. Selbst hatte ich ein anderes Video mal vor langer Zeit drüber gemacht, selbst wenn es ein Mörder ist. So. Es ist keine Wohltat, ein Mörder zu sein, selber jemanden umzubringen. So.
diesen Hass, den jemand in sich trägt, so. Selbst dafür kann man Mitgefühl entwickeln. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man dann gut findet, dass er jemanden umgebracht hat. Nein, ganz im Gegenteil. Aber du entwickelst ein anderes Verständnis für so einen Menschen. So. Und dann kann man auch wieder gucken, was ist sinnvoll in gewissen Situationen eben. Aber da nicht zwanghaft zu reagieren, sondern einfach zu gucken, was ist jetzt einfach sinnvoll, völlig unbehaftet, aus einer Freiheit heraus. So, das wünsche ich mir für dich, das wünsche ich mir für die Welt und ja, ich hoffe, du machst auch den Schritt, dass du mal öfter bei dir guckst und ja, wenn du ansonsten auch Unterstützung auf deinem Weg suchst, melde dich gerne, kannst dich gerne unten drunter in der Infobox für ein kostenloses Erstgespräch eintragen und dann können wir den Weg auch vielleicht gemeinsam gehen und gucken, wie du da immer mehr hinkommst, dass du bei dir selber schaust, dass du in diese Eigenverantwortung kommst und ja, diese Freiheit einfach immer mehr entwickelst, in die Welt hinausträgst. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.